Individualismus der sogenannten Identitätsphilosophie oder Kritik der hegelschen Psychologie. Wenn aber gleichwohl Hegel in Malebranche, Cartesius und Leibniz seine Lehre von der Einheit des Geistes und der Materie, der Seele und des Leibes ausgesprochen findet, so muss es mit dieser seiner Einheit eine ganz besondere Bewandtnis haben, so muss sie zugleich auch das Gegenteil der Einheit sein. Sie muss es sein und ist es wirklich, schon infolge des obersten Grundsatzes seiner Philosophie von der Einheit der Gegensätze überhaupt, denn das Geheimnis dieser Einheit ist der Widerspruch. Eine wahre Einheit von Leib und Seele kann nur dann gefunden werden, wenn man ebenso den seelenlosen, das heißt toten Leib, denn der Leib im Gegensatz gegen die Seele bedeutet nur den Leichnam, als die leiblose Seele des Spiritualismus aufgibt, an die Stelle der Psychologie und Pneumatologie die Zoologie und Anthropologie setzt. Allein Hegel gibt nur den Leib, aber nicht die Seele auf. Der Leib ist ihm keine, die Seele alle Wahrheit. Wie die Einheit des Denkens mit dem Sein nur die Einheit des Denkens mit Nichts, denn Sein und Nichts ist ja eins, oder nur mit sich, mit dem Gedanken bedeutet, so ist auch die Einheit der Seele mit dem Leibe bei ihm nur die Einheit der Seele mit sich selbst, als dem personifizierten Nichts des Leibes. Seine Psychologie ist der zur Wahrheit gemachte, der ausgeführte Gedanke Leibniz, dass die Seele so handle, so alles aus sich zu, als hätte sie keinen Leib, ist psychologischer oder spiritualistischer Autokratismus und Absolutismus. Das audiatur et altera pars, wodurch doch allein jeder Streit geschlichtet werden kann und als die andere Partie oder Partei der Menschenseele galt doch wenigstens noch der Körper dem alten Spiritualismus, findet in der hegelschen Psychologie kein Gehör. In Wahrheit, heißt es in seiner Philosophie des Geistes, verhält sich das Immaterielle zum Materiellen nicht wie Besonderes zu Besonderem, sondern wie das über die Besonderheit übergreifende wahrhaft Allgemeine sich zu dem Besondern verhält, das Materielle in seiner Besonderung. Warum nur in seiner Besonderung, gibt es denn nicht auch eine materielle Einigung, wie im Blutgefäßsystem, noch mehr im Nervensystem, zumal im Hirne, hat keine Wahrheit, keine Selbstständigkeit gegen das Immaterielle. Der Geist ist die existierende Wahrheit der Materie, dass die Materie selbst keine Wahrheit hat. Also kürzer, der Geist als die existierende Immaterialität ist die existierende Unwahrheit oder Nichtigkeit der Materie, denn die Grundbestimmung der Materie ist nach Hegel das Außer sich Sein, und das Außereinander sei Ende vieles, Einzelnes, die Seele aber Innerlichkeit, Allgemeinheit, Einheit, also die Aufhebung, die Verneinung der Äußerlichkeit, Vereinzelung und Vielheit der Materie. Aber nicht nur die Materie im Allgemeinen, die nur ein Gegenstand der Metaphysik, das heißt der Abstraktion, auch die wirkliche, leibliche Materie, die Materie der organischen Chemie. Physiologie und Anatomie hat keine Wahrheit, keine Geltung für die Seele. So wenig die Mannigfaltigkeit der vielen Vorstellungen ein Außereinander und reale Vielheit in dem Ich begründet, so wenig hat das reale Außereinander der Leiblichkeit eine Wahrheit für die fühlende Seele. Empfindend ist sie unmittelbar bestimmt, also natürlich und leiblich, aber das Außereinander und die sinnliche Mannigfaltigkeit dieses Leiblichen gilt der Seele ebenso wenig, als dem Begriffe, für etwas Reales und darum nicht für eine Schranke. Die Hegels CHE-Psychologie stützt sich daher auf die Erscheinungen des tierischen Magnetismus, weil in denselben das nach der Meinung des Verstandes durchaus feste Gebundensein des Geistes an Ort und Zeit, sowie an den verständigen Zusammenhang von Ursache und Wirkung seinen Sinn verliert und innerhalb des sinnlichen Daseins. Selbst die dem Verstande ein unglaubliches Wunder bleibende Erhabenheit des Geistes über das Außereinander und über dessen äußerliche Zusammenhänge zum Vorschein kommt, und erblickt eben in diesem sich Losmachen des tierischen Magnetismus von den Schranken des Raums und der Zeit und von allen endlichen Zusammenhängen etwas, was mit der Philosophie Verwandtschaft hat, natürlich mit der spekulativen Philosophie, für welche allein der tierische Magnetismus kein unbegreifliches Wunder ist. Kein Wunder ist es daher auch, dass die Hegels CHE-Seele, für welche alle Schranken des Leibes, alle endliche Zusammenhänge verschwunden sind, auch ohne Zusammenhang mit einem Sinnerven und dem übrigen mit ihm zusammenhängenden empirischen Plunder der Hornhaut, der wässrigen Feuchtigkeit, des Lochs, der Linse, des Glaskörpers, also
unmittelbar, ohne die Hilfe der Augen und ohne die Vermittlung des Lichtes das Sehbare wahrnehmen kann. Ausfallend ist es nur, dass die Seele ihren mystischen Gemeinsinn, der selbst die Stelle des Gesichts, des Gehörs oder auch des Geschmacks vertritt, vorzüglich in der Herzgrube äußert. So behandelte ein französischer Arzt in Lyon, zu der Zeit, wo der tierische Magnetismus noch nicht bekannt war, eine kranke Person, welche nur an der Herzgrube hörte und las, und die in einem Buche lesen konnte, welches in einem anderen Zimmer jemand hielt, der mit dem an der Herzgrube der kranken Person stehenden Individuum auf Veranstaltung des Arztes durch eine Kette dazwischen befindlicher Personen in Verbindung gesetzt war, die allgegenwärtige Seele, für welche das körperliche Auseinander- und Unterschiedens ein vom Scheitel bis zur Ferse nicht vorhanden ist, könnte ja ihren wohltätigen Gemeinsinn auch einem Hühnerauge mitteilen oder die Spitze eines Haares zum Schauplatz ihrer Wundertätigkeit wählen, so gut als der allgegenwärtige Gott der Scholastiker samt der ganzen Dreieinigkeit, samt Vater, Sohn und Heiligen Geist in jedem noch so kleinen und verächtlichen Punkte, selbst in der Spitze eines Haares wesentlich und persönlich gegenwärtig ist. Wozu, frage ich abermals bei dieser Gelegenheit, eine Welt, wenn ein Gott existiert, ein Wesen, welches alles in Vollständigkeit und Einheit besitzt, was in der Welt nur in zerrissenen Lumpen existiert, und dieses Altefen in jedem Atom ganz und gar gegenwärtig ist. Aber wozu auch ein Körper, wie zum Beispiel das Auge, wenn eine Seele existiert, die auch ohne Augen steht? Wozu dieser künstliche Bau, diese Spezifikation, diese Ausführlichkeit, diese Spitzfindigkeit der Materie, wenn mit dem einen STMPELN Worte, Seele alles gesagt und getan ist? Wozu diese Ausdehnung in die Länge, Breite und Tiefe für ein nicht ausgedehntes Ding? Diese Gliederung, diese Teilung bis ins Unabsehbare für ein einfaches, unteilbares, gliederloses Wesen? Wozu das Hirn, diese ausgezeichnete, diese nicht nur von allen übrigen Organen, sondern auch in sich selbst so unterschiedene, so verwickelte, so labyrinthische Materie, wenn die Ehre dieser Auszeichnung nicht ihm selbst, sondern einem anderen, einem immateriellen Wesen gilt? Doch was kümmert sich um solche Fragen die Seele, welche, unabhängig von Raum und Zeit, als schauende oder fühlende Seele selbst räumlich und zeitlich Abwesendes schaut oder zuschäum STCH einbildet, und unbedürftig jeder materiellen Bedingung und Vermittlung eine magische, auf Deutsch, zauberische Macht über den Körper ausübt. Und schrecklich. Schon das Kind im Mutterleib unterliegt der Macht der Zauberei, denn es ist dem unmittelbaren Einwirken der Seele der Mutter völlig geöffnet. Diese Einwirkung, diese Verleiblichung der inneren Affektionen der Mutter offenbart sich in denjenigen Erscheinungen, welche man Muttermale nennt, wovon allerdings manche eine bloß organische Ursache haben können, viele aber unzweifelhaft durch die Empfindung der Mutter gesetzt sind, also eine psychische Ursache haben. So wird zum Beispiel berichtet, dass Kinder mit beschädigtem Arm zur Welt gekommen sind, weil die Mutter sich entweder wirklich den Arm gebrochen oder wenigstens denselben so stark gestoßen hatte, dass sie ihn gebrochen zu haben fürchtete oder endlich, weil sie durch den Anblick eines Armbruchs erschreckt worden war. Aber wie ist es möglich, die ungetrennte Seeleneinheit zwischen Mutter und Kind plötzlich durch den groben Materialismus eines Armbruchs zu bestätigen? Wie kann die Unwahrheit des sinnlichen und materiellen Auseinander- und Vermitteltseins plötzlich zu einer chirurgischen Wahrheit werden? Wie da der Zusammenhang der Knochen aufgehoben werden, wo selbst der Zusammenhang mit der Mutter durch den Nabelstrang, den Mutterkuchen als äußerliche anatomische und physiologische Existenz für das Wesentliche, das psychische Verhältnis gar nicht in Betracht kommt. Die Seele ist ja selbst das Aufgehobensein des materiellen Auseinanderseins des Körpers, folglich auch der Knochen. Warum teilt denn die Seele der Mutter, die doch als fühlende ungenannt auch wollende und denkende oder glaubende Seele ist, dem Kinde in ihrem Leibe nicht lieber statt der Furcht vor einem Beinbruch die Höllen- oder Gottesfurcht mit? Ist denn bei diesem psychischen Einssein, bei diesem unmittelbaren Einwillrechtken der Übergang von den Vorstellungen und Glaubensartikeln der Mutterseele in die Kindesseele nicht viel leichter und natürlicher, als der Übergang von der mütterlichen Vorstellung eines Armbruchs zum wirklichen Armbruch des Kindes?
Und wenn einmal die anatomischen Abgrenzungen des Embryos im Organismus der Mutter, die besonderen Häute, in denen er zur Wahrung seiner Selbstständigkeit eingeschlossen ist, keine Schranken für die menschliche Einbildungskraft sind, warum wollen wir nicht, wie das gläubige Altertum und Mittelalter, dir Kinder schon im Mutterleibe vor Glaubensfreude hüpfen oder Ave Maria singen lassen? Die absolute Identität oder vielmehr Konfusion der Gegensätze und Gegenstände hat übrigens auch in dieser Materie, wie anderwärts, die streitige Sache statt ins wahre Licht, nur in mystisches Dunkel gesetzt, denn es handelt sich hier, wie schon anno 1785 Richerz in seinen Zusätzen und Anmerkungen zu Myraori über die Einbildungskraft lichtvoll gezeigt hat, nur darum, ob die Einbildungskraft denn nur diese Kraft ist, die geheimnisvolle Kraft der Magie der Mutter ihrer Frucht ein Bild desjenigen Dings eindrücken, oder irgendeine Ähnlichkeit mit demjenigen Gegenstande mitteilen könne, wovon sie selbst einen sehr lebhaften Eindruck bekam, welchen sie, die Mutter, zum Beispiel heftig verlangte oder verabscheute, oder worüber sie sich entsetzte, in Furcht oder Zorn geriet. Nach Hegel übt jedoch die Seele nicht nur über einen fremden Körper, sondern auch über ihren eigenen Leib eine magische Gewalt aus, und natürlich ist diese Magie als die vermittlungsloseste auch die allerstärkste. Wenn nun aber schon in einem fremden Leibe die Seele solche Wirkungen hervorbringt, wie die Muttermale sind, warum soll die Seele eines närrischen Mannes, der zum Beispiel von der Einbildung gepeinigt wird, er sei schwanger wie es wirklich Narren mit dieser Einbildung gegeben hat, nicht ihren Leib mittels der Magie wirklich schwängern, oder die berühmten gläsernen Füße? Es spielt indes auch ein gläserner Pöl, der in der Geschichte der menschlichen Narrheiten eine namhafte Rolle nicht in wirkliches Glas verwandeln können? Was ist der Magie unmöglich? Sie macht ja den Leib zum unterwürfigen, widerstandslosen Vollstrecker des Willens des Vermögens, die menschlichen Einbildungen zu verwirklichen und zu vergegenständlichen. Was ist aber der Einbildung unmöglich? Sie ist ja die psychologische Allmacht. Ein auffallender Widerspruch, ein wahres Wunder von Inkonsequenz ist es daher, dass Hegel, der doch die psychologischen Wunder nicht nur geglaubt, sondern auch demonstriert, aus der Natur der Seele abgeleitet hat, in seiner Religionsphilosophie und nicht auch die theologischen Wunder und Wunderwesen, die körperlosen Geister, die Engel und Teufel samt ihrem Herrenanhang, welche doch nur die Aufklärung um ihren Kredit gebracht, als spekulative Wahrheiten vordemonstriert hat. Ist doch seine Logik selbst nur die logische Schöpfung aus nichts, die Verneinung des alten Satzes, aus nichts wird nichts. Aber die Schöpfung aus nichts ist die erste Ursache der Wunder, das Urwunder, jedes Wunder eine Schöpfung aus nichts im Besonderen. Doch genug von den Krankheitserscheinungen der hegelschen Psychologie und hegelschen Zeit und Wunstätete, denn diese drei Dinge sind unzertrennlich, zum schlagenden Beweis. Dass gerade da, wo der Geist seine Unabhängigkeit von Raum und Zeit im Allgemeinen mit Bewusstsein demonstriert, er unbewusst seine Abhängigkeit von den allerspeziellsten Örtlichkeiten und Zeitlichkeiten beweist. Lassen wir Hegel die Ehre, die ihm für seine Zeit gebührt, die Zeit transcendante, romantische Reaction, aber vergessen wir nicht, dass auch der absolute Geist an Zeit und Ort gebunden ist. Wenden wir uns zu erfreulicheren psychologischen Erscheinungen, um unseren Ausspruch zu rechtfertigen, dass in der hegelschen Psychologie von einer Identität des Leibes und der Seele keine Rede sein könne, dass hier die Seele die Rechnung ohne den Wirt, das heißt den Leib mache, dass sie demselben ebenso selbstgenügsam und feindlich gegenüberstehe, wie in dem sogenannten dualistischen Spiritualismus. Dass seine absolute Identität nur eine absolute Einseitigkeit sei. Hegel erklärt zwar für vollkommen leer und hohl die Vorstellung derer, welche meinen, eigentlich sollte der Mensch keinen organischen Leib haben, weil er durch denselben zur Sorge für die Befriedigung seiner physischen Bedürfnisse genötigt, somit von seinem rein geistigen Leben abgezogen und zur wahren Freiheit unfähig werde. Die Philosophie hat zu erkennen, wie der Geist nur dadurch für sich selber ist, dass er sich das materielle Ziels als seine eigene Leiblichkeit, Ziels als eine Außenwelt überhaupt entgegensetzt und dies so unterschiedene zu der durch den Gegensatz und durch Aufhebung desselben vermittelten Einheit mit sich zurückführt. Zwischen dem Geiste und dessen eigenem Leibe findet natürlicherweise eine noch innigere Verbindung statt,
als zwischen der sonstigen Außenwelt und dem Geiste? Eben wegen dieses notwendigen Zusammenhangs meines Leibes mir meiner Seele ist die von der Letztern gegen den Ersteren unmittelbar ausgeübte Tätigkeit keine endliche, keine bloß negative. Zunächst habe ich mich daher in dieser unmittelbaren Harmonie meiner Seele und meines Leibes zu behaupten, darf ihn nicht verächtlich und feindlich behandeln. Verhalte ich mich den Gesetzen meines leiblichen Organismus gemäß, so ist meine Seele in ihrem Körper frei ein vollkommen wahrer Satz. Aber es heißt gleich darauf, dennoch kann die Seele bei dieser unmittelbaren Einheit mit ihrem Leibe nicht stehen bleiben. Die Form der Unmittelbarkeit jener Harmonie widerspricht dem Begriffe der Seele ihrer Bestimmung, sich auf sich selber beziehende Idealität zu sein. Um diesen ihrem Begriffe entsprechend zu werden, muss die Seele ihre Identität mit ihrem Leibe zu einer durch den Geist gesetzten oder vermittelten machen, ihren Leib in Besitz nehmen, ihn zum gefügigen und geschickten Werkzeug ihrer Tätigkeit bilden, ihn so umgestalten, dass sie in ihm sich auf sich selber bezieht. Das Wort unmittelbar wird unzählige Male von Hegel gebraucht, und doch fehlt das, was dieses Wort bezeichnet, das Unmittelbare gänzlich seiner Philosophie, weil er nie aus dem logischen Begriffe herauskommt, indem er von vornherein das Unmittelbare zu einer Eigenschaft, in seiner Sprache einem Momente des Allervermittelsten, des abstrakten Begriffes macht. So ist es auch hier. Die Seele ist in unmittelbarer Einheit, aber diese unmittelbare Einheit muss aufgehoben, eine durch den Gegensatz von Leib und Seele vermittelte, durch den Geist gesetzte, das heißt gemachte werden, ist also an sich schon eine mittelbare, eine nur als unmittelbar gedachte. Aber gibt es denn ums Himmels Willen nicht eine ewige, das heißt bis ans Ende des Lebens und Bewusstseins unmittelbare, eine für alle dialektischen Vermittlungskünfte unauflösliche, eine nicht nur logisch, sondern physisch unmittelbare, leibhafte Einheit der Seele mit dem Leibe? Auf welche Weise kann daher allein diese unmittelbare Einheit der Seele und des Leibes aufgehoben werden? Nur auf physische, leibliche Weise, nur durch den Selbstmord. Aber hebt nicht die Seele, indem sie den Leib aufhebt, sich selbst auf? Bestätigt sie nicht hindurch und zwar ebenso durch die Ursache der Zeit, denn der Selbstmörder will nicht mehr leben, nicht mehr denken und empfinden, weil er nur noch widerwärtiges Denken und Empfinden kann, als durch die Zeit selbst ihre unmittelbare, unauflösliche Einheit mit dem Leibe. Wie kann überhaupt bei Hegel eine Rede sein von einer unmittelbaren Einheit mit dem Leibe, da ja der Leib keine Wahrheit, keine Realität für die Seele hat, da die Seele nur ein durch die Aufhebung, die Richtigkeit der Leiblichkeit vermittelter Begriff, oder vielmehr nach Hegel der Begriff selbst ist? Wo ist auch nur eine Spur der Unmittelbarkeit? Die Seele muss ihren Leib in Besitz nehmen. Aber steht denn die Seele nur in juristischem Verhältnis zu ihrem Leibe? Setzt das juristische Verhältnis nicht ein physiologisches voraus? Heißt es doch selbst im römischen Recht, animo et corpore, mit Geist, Wille, Absicht und Körper wird der Besitz erworben. Wo ist denn nun aber in der hegelschen Psychologie das Korpus, womit die immaterielle Seele sich in den Besitz ihres Leibes setzt? Nirgends, warum? Weil, wir im Idealismus und Spiritualismus überhaupt der Leib der Seele, auch des Denkers, nur Gegenstand ist, wie er Gegenstand, aber nicht, wie er zugleich Grund des Willens und Bewusstseins, und daher gänzlich übersehen wird, dass wir nur mit einem uns nicht gegenständlichen Leiblichen den Leib zu unserem Gegenstand machen, oder nur mit einem Leiblichen hinter unserem Bewusstsein das Leibliche vor unserem Bewusstsein wahrnehmen, dass dir für den Willen und das Bewusstsein vermittlungslose Magie eine an sich oder der Natur nach höchst vermittelte, ja durch unzählige Nervenfasern vermittelte. Ist, dass alles, was wir über unseren Leib vermögen, wir nur im innigsten und geheimsten Einverständnis mit ihm, nur Kraft des Leibes über ihn vermögen, nur dass die Leibeskraft, wodurch wir etwas vermögen, eine andere ist, als die Leibeskraft, worüber wir etwas vermögen, dass aber die unmittelbare, also nichts zwischen sich in der Mitte lassende, keine Unterscheidung oder gar Entgegensetzung zwischen materiellem und immateriellem Wesen Raum gebende Einheit von Seele und Leib, folglich der Punkt, wo die Materie denkt, der Leib Geist ist,
Umgekehrt der Geist Leib, das Denken Materie ist, gerade der Punkt ist, wo der bewussten Tätigkeit dieser Einheit nichts Leibliches, nichts Materielles als Grund dieser Tätigkeit Gegenstand ist, wo darum der Mensch, welcher das Bewusstsein zum Maß und Wesen der Wesen macht, das Denken für eine absolut immaterielle, organlose Tätigkeit hält und erklärt. Dieses Punktum Saliens ist das Hirn. Das Hirn? Ei, was wissen wir denn vom Him, was gar vom Zusammenhang des Denkens mit ihm? Nichts Näheres oder meinetwegen gar nichts, aber eben weil wir nichts wissen, füllen wir in Folge oder nach Analogie des bekannten Horror-Vakui die leere Anzahl des Wissens mit einem erdichteten und erdachten Wesen aus, machen wir das Nichts unseres Wissens von einem materiellen Grunde und Prozesse zu einem nicht-materiellen Wesen, eine Wirkung also zur Ursache ihrer selbstständig. Und dass wir noch wenig oder gar nichts, wenigstens Bestimmtes von dem uns Nächsten wissen, das ist wahrlich kein Wunder. Jahrtausende waren die Menschen nur bedacht auf die Scheidung der Seele vom Leibe, um sich ein Leben nach dem Leben zu assekurieren, Jahrtausende haben sie, ohne sich um die Erkenntnis der Materie zu bekümmern, ja selbst ohne nur die körperliche Selbsterkenntnis, die Anatomie des menschlichen Leibes zu gestatten, nur darauf studiert, den Geist von der Materie zu unterscheiden. Und noch heute ist dieser Unterschied ein religiöses und philosophisches Dogma, dessen Leugnung selbst unsere, freilich zielsbewusst, zielsunbewusst unter dem Pantoffel der Geistlichkeit, für welche die immaterielle Seele der größte materielle Gewinn ist, stehende Staatsweisheit mit ungnädigen Blicken ansteht. Wenn aber einst die Menschen ebenso viel Zeit, Mittel und Geist auf die Erkenntnis der Einheit von Leib und Seele verwendet haben werden, als sie bisher auf den Beweis vom Unterschied derselben verwandt haben, dann werden sie gewiss auch den näheren Zusammenhang des Denkens mit dem Hirn ermitteln. Aber auch dann, wenn für die Erkenntnis, die Wissenschaft dieser Zusammenhang er und vermittelt ist, wird er doch an sich selbst ewig ein unmittelbarer bleiben, so gut als der Zusammenhang des Hirns vermittelst des Nerven mit dem Auge, trotz dieser und anderer erkannten Vermittlungen des Sehens, im Sehen selbst für den größten Physiologen ebenso wie für den größten Idioten ein schlechterdings unmittelbarer bleibt, und zwar aus dem Grunde, weil diese unauflösliche und unaufhebbare, durch keine dialektischen Zauberkünste in ihr Gegenteil verwandelbare Unmittelbarkeit das unveräußerliche Eigentum, das Wesen selbst des Lebens im Unterschied vom Denken und Wissen ist. Allerdings ist mein Leib von Natur, richtiger von Geburt oder ist denn nur der Vogel, der noch nicht fliegen kann, von Natur, der Vogel aber, der Meister in der Kunst zu fliegen ist, von sich selbst, nicht von Natur. Nicht geschickt, nicht gefügiges Werkzeug der Seele, er muss erst durch Übung und Bildung als solches von ihr gesetzt werden. Die Tätigkeit, die Verrichtung eines Organs ist, handwerksmäßig gedacht und gesprochen, der Zweck, das heißt der Sinn, der Geist, die Seele desselben. Die Seele hängt ab vom Organ, ist seine Form und Mischung nicht die gehörige, so ist es auch die Verrichtung, die Tätigkeit. Aber auch das Organ hängt von seiner Verrichtung ab, es erschlafft, es magert ab, stirbt endlich gänzlich ab, wenn es nicht gehörig gebraucht und verbraucht wird, denn Ernährung und Verzehrung, Produktion und Konsumtion sind auch hier unzertrennlich. So ist das Denken die Bewegung, die Muschel des Hirns, die es verzehrt, aber zugleich ernährt, indem gesteigerte Halsrechtentätigkeit auch den Zudrang der ernährenden Flüssigkeit steigert. Übung macht den Meister. Erst durch das Denken wird das Hirn zum Denkorgan ausgebildet, ans Denken gewöhnt, und durch die Gewohnheit, dies oder jenes, so oder so zu denken, auch so oder so modifiziert, bleibend bestimmt, gleich wie durch die Gewohnheit, in die Nähe oder Ferne zu sehen, die Gestalt des Gehorgans bleibend bestimmt wird. Allerdings also bildet und bestimmt der Geist den Leib und zwar so sehr, dass der Mensch, der einen geistigen Beruf hat und diesem gemäß seine Lebensweise, sein Schlafen, Essen, Trinken regelt, mittelbar selbst auch seinen Magen und Blutlauf nach seinem Sinne und Berufe bestimmt. Aber vergessen wir nicht über der einen Seite die andere, vergessen wir nicht, dass, wozu der Geist den Leib mit Bewusstsein bestimmt, dazu er selbst schon unbewusst von seinem Leibe bestimmt wird,
dass ich also zum Beispiel als Denker meinen Leib meinem Zwecke gemäß bestimme, weil die konstruierende Natur im Bunde mir der destruktiven Zeit mich zum Denker organisiert hat, ich also ein höchst fataler Denker bin, dass überhaupt wie und als was der Leib gesetzt oder bestimmt, so und als dass der Geist gesetzt und bestimmt wird. Der Mensch hat sich, sagt Hegel, im Gegensatze zu den Tieren ein Gegensatz, dessen Wahrheit, wenigstens Allgemeingültigkeit selbst schon von den jungen Katzen und Hunden bestritten wird durch seine eigene Tätigkeit zum Herrn seines Leibes erst zu machen. Allein, indem er Herr seines Leibes, wird er auch erst Herr seiner selbst, indem er im eigentlichen Sinne auf seinen eigenen Beinen stehen lernt, wird er auch im uneigentlichen Sinne erst selbstständig. Leibesbildung ist Selbstbildung, Leibesabhärtung Selbstabhärtung, Leibesübung Geistesübung, die nur dadurch eine himmelweit verschiedene wird, je nachdem dieses oder jenes Organ oder ein und dasselbe Organ in dieser oder jener Richtung und Beziehung eingeübt und ausgebildet wird. Erst durch das Denken wird das Hirn zum wirklichen Denkorgan gebildet, aber durch das ausgebildete Denkorgan wird auch erst das Denken selbst gebildetes, geläufiges, gesichertes. Was ist hier ausschließliche Ursache oder ausschließliche Wirkung? Was Wirkung, wird zur Ursache, und umgekehrt. Der Leib ist das Werkzeug der Seele, aber auch umgekehrt die Seele das Werkzeug des Leibes. Wo zum Beispiel der Leib zum gefügigen Werkzeug der Tanzkunst gemacht wird, da wird auch zugleich die Seele zum willfährigen Werkzeug der Tanzteufels gemacht, so sehr von dem tanzenden Körper in Bewegung und Entzückung, schwindelnden Unsinn oder Wahnsinn versetzt, dass sie nichts weiter fühlt und denkt, als dass der Tanz ein göttliches Vergnügen sei, da wird das Denk- und Empfindungsorgan so sehr von Muskelsintäuschungen eingenommen, dass man nach einer durchlebten Tanznacht des Morgens noch immer, obgleich man im Bette liegt, stets eine Empfindung hat, als tanze man noch, wie Grotusen in seiner Anthropologie bemerkt. Was du deinem Leibe antust, das zatt der Leib dir wieder an Kraft des heiligen Naturrechts der Wiedervergeltung. Wo ist aber von diesem Naturrecht eine Spur, bet Hegel? Wie kann also bei ihm von einer noch dazu unmittelbaren Einheit oder Harmonie der Seele und des Leibes die Rede sein? Und wenn auch die Rede davon ist, was sind Worte, die durch die Zeit widerlegt werden? Überall nimmt Hegel nur für die Seele Partei, nirgends, wenigstens nirgends, wo es sich darum handelt, die Wahrheit des Leibes nicht nur in zweideutigen Zeichen sondern in deutlichen Worten auszusprechen, lässt er den Leib zu Wort und Recht kommen. Überall sagt er, als hätte er keinen Leib, ähnlich dem Neuplatoniker Platin, der sich seines Leibes schämte und zwar mit vollem Rechte und ehrenwerter Konsequenz, denn der Leib ist die Scham und Schande der immateriellen Seele. Was ist für die Kraft ihrer Immaterialität alle körperlichen Unterschiede aufhebende Seele für ein Unterschied zwischen den Hoden und Hinterbacken des Hirns und den eigentlichen offiziellen Hoden und Hinterbacken des Körpers? Für die immaterielle Seele ist ja das Hirn eine ebenso obschöne und schmutzige Materies qualida cerebri materia als das körperliche Organ, welches dem Namen nach von der guten Gesellschaft nach neuester echt wissenschaftlicher Methode totgeschwiegen wird, wenn es gleich dem Wesen nach weltgeschichtlicher Bedeutung hat, weltbeherrschende Macht ausübt. So bringt denn Hegel selbst da, wo er auf die Empfindung zu sprechen kommt, über seine Lippen, weil sie sich in Beziehung auf die immaterielle Seele nicht von den Schamlippen unterscheiden, nicht das obschöne Wort, Leib, sondern definiert, ja dedukiert selbst, absehend vom Leibe, die Empfindung aus ganz abstresten allgemeinen, nichts bestimmenden Formeln, während doch selbst vom Standpunkte des Spiritualismus, selbst schon nach Plato nur der Körper es ist, wodurch die Seele zur Empfindung kommt, weshalb eben von dem keusch erhaltenen und konsequent ausgeführten Begriff der Seele, der Gottheit, weil der Leib, auch die Empfindung verneint wird, und es daher unumgänglich ist, den Körper mit in die Genesis und Definition der Empfindung aufzunehmen, wenn anders eine solche überhaupt möglich ist, die wenigstens mehr als eine bloße Wortdefinition sein will. So betrachtet auch Hegel die Gewohnheit als eine von der Seele gesetzte zweite Natur oder Unmittelbarkeit, erklärt sie daher für einen schweren Punkt in der Organisation des Geistes,
ja für eine der schwersten Bestimmungen in der wissenschaftlichen Betrachtung der Seele und des Geistes. Allerdings ist sie ein schwerer Punkt, aber nur deswegen, weil bei der Gewohnheit die Schwere des Körpers, ja selbst auch seine Trägheit, aber auch Elastizität ins Gewicht fällt, und wer sie daher zu einer Sache der immateriellen Seele macht, ohne den Faktor, wo nicht gar das Faktortum des Leibes zu berücksichtigen, die Rechnung ohne den Wirt macht, eine solche idealistische Rechnung aber viele und leider auch vergebliche Anstrengung kostet. Dass aber die Gewohnheit nicht, oder wenigstens nicht nur eine Sache des Geistes, sondern auch eine Sache des Körpers ist, das beweist zum Beispiel die Erfahrung, dass man sich selbst an Gifte gewöhnen kann, deren tödliche oder nicht tödliche Wirkungen doch offenbar nicht von unserem guten Willen und Wissen abhängen, jenseits jener Tätigkeiten liegen, als deren Grund wir uns eine Seele denken, dass wir dagegen uns an ganz unschuldige Dinge nicht gewöhnen können, so sehr wir uns daran gewöhnen wollen, wenn nun einmal diese Dinge unser Körper schlechterdings nicht verträgt, ferner die Erfahrung, dass auch die Tiere, ja selbst auch schon die Pflanzen sich acclimatisieren, sich an eine zweite andere Natur gewöhnen, dass bei fleischfressenden Tieren, welche an Pflanzenkost gewöhnt werden, sich sogar der Darmkanal verlängert. Schon die alten Ärzte bemerkten, dass nicht nur die Animalen, sondern auch die von ihnen sogenannten vitalen und natürlichen Kräfte des Körpers Gewohnheiten annehmen. Hegel kommt nun freilich auch bei der Gewohnheit auf den Leib zu reden, aber nur in dem Sinne, dass die an sich seiende Idealität, die Aufgehobenheit, Unwirklichkeit, des Materiellen überhaupt und der bestimmten Leiblichkeit als Idealität gesetzt werde, damit die Seele nach der Bestimmtheit ihres Vorstellens und Wollens als Substanz in ihrer Leiblichkeit existiere. Der aufgestellte Begriff der immateriellen Seele verwirklicht, als wahr bewiesen werde, also nur im Sinne und Geiste der vermittelunglosesten Magie. Daher heißt es gleich darauf, die äußerliche, die räumliche Bestimmung des Individuums, dass es aufrecht steht, ist durch seinen Willen zur Gewohnheit gemacht, eine unmittelbare, bewusstlose Stellung, die immer Sache seines fortdauernden Willens bleibt, der Mensch steht nur, weil und sofern er stehen will und nur so lange, als er es bewusstlos will. Aber er steht auch nur, weil er stehen kann und selbst stehen muss, hiermit ein Gesetz seiner Organisation, eine Naturnotwendigkeit vollstreckt. Allerdings hängt die aufrechte Stellung und Bewegung des Körpers von seinem Willen ab, aber nur weil dieser Wille selbst von seinem Organismus abhängt, dieser Wille also ein organisch begründeter, nur eine Erscheinung, ein lebendiger Ausdruck von seinem innigen, aber eben deswegen geheimen Zusammenhang mit dein Hirn, den Nerven und Muskeln ist. Ein aus dem Zusammenhänge des Nerven- und Muskelsystems herausgerissener Wille ist kein Wille, ist nur ein fantastischer Wunsch, denn Wille ist vollziehende Gewalt, aber ich vermag nur, ich kann nur vollziehen, was ich aufgrund und Geheiß meines Hirns, meines Organismus überhaupt will. Wenn es nur auf den Willen, nicht auf den Organismus ankommt, so darf ich nur fliegen wollen, und ich kann fliegen und zwar ohne Flügel oder künstliche Flugorgane, so darf ich nur in einem Augenblick mich von Europa nach Amerika oder von der Erde in den Mond versetzen wollen, und ich bin auch mit einem einzigen Schneller dort. Ja, so ist es nicht gemeint, solcher Wille ist Absurdität, Unvernunft. Allerdings ist er es, aber gleichwohl zeigt sich der Wille der immateriellen Seele, der nicht vom Organismus abhängige und bedingte Wille in diesen Beispielen nur in seiner unverschämten Blöße, wird hier nur die Unvernunft dieses Willens, welche im Inkognito unseres Leibes durch das Hirnwaldende dunkel geschützt und verhüllt ist, eine augenfällige, und nur deswegen verleugnet. Was ist denn Raum und Zeit für die immaterielle, an sich selber Raum und zeitlose Seele? Und heißt es denn nicht hier ausdrücklich, ich kann, was ich will? Warum soll ich also nicht in einem nur mich von hier nach Amerika versetzen wollen und können? Etwa weil Wille, der kann, was er will, nur auf das Moralische sich bezieht. Aber ich will auch nur aus moralischen Gründen mich dorthin versetzen. Es ist Gefahr im Verzug, nur meine augenblickliche Anwesenheit kann den Sieg der Freiheit und Humanität entscheiden. Warum ist dieser gute Wille ohnmächtiger Wunsch? Weil auch der moralische Wille vom Organismus abhängt, ohne ihn nichts vermag, weil ich auch in der Moral kann, was ich will,
aber wohlgemerkt nur in der Einbildung, weil der allmächtige Wille im Himmel sowohl als auf Erden nur der untertänigste Diener der menschlichen Einbildungskraft ist. Fichtemann erlaube diese Abschweifung von dem Nachfolger auf den Vorgänger ändert den Satz, ich kann, was ich will, dahin ab, dass er sagt in seinem System der Sittenlehre, wir können eigentlich alles, was wir nur wollen können. Hier wird ganz richtig das Wollen vom Können abhängig gemacht, oder in einem durch das Können eingeschränkten Sinne genommen, so dass das Hyperbolische alles auf ein höchst bescheidenes Nur zurückläuft, ich kann nur, was ich kann, oder ich kann nur wollen, das heißt hier bewirken wollen, was ich den Gesetzen der Physik und den Kräften des Organismus gemäß bewirken kann. Allein diese Beschränkung stammt nicht aus dem Ich, sondern dem Nicht-Ich-Fikts, und ist deswegen eine widerwillige und widerwärtige, den Grundbestimmungen seines Willens widersprechende. Denn wenn ich als Wollender jenseits der Naturnotwendigkeit nicht mehr ein Glied ihrer Kette bin, wenn im Willen nicht nur der Zusammenhang mit der Natur, sondern auch jeder Zusammenhang selbst abgebrochen wird, eine Reihe von Freiheitsbestimmungen aus Sprüngen besteht, wo bei jedem Gliede der Zusammenhang abgebrochen wird, so ist nicht abzusehen, warum diese Sprünge über den Kausalzusammenhang der Natur sich nicht in wirklichen Sprüngen von der Erde auf den Mond oder von Europa nach Amerika äußern und bewähren sollen, wenn wenigstens diese Sprünge im Interesse der moralischen und politischen Fortschrittspartei geschehen, welcher Fichte zu seinem bleibenden Ruine angehörte. Nichts weniger als ein Widerspruch war es daher auch, dass die Wissenschaftslehre zur Gotteslehre überging. Wie die Gottheit überhaupt nur die von ihren Schranken und Widersprüchen erlöste Seele, nur die konsequente Seele ist, so ist auch der göttliche Wille nur der konsequente, der unverschämte, der von den unausstehlichen Widersprüchen mit seinem Begriffe, den unnatürlichen Einschränkungen, die er scheinbar freiwillig, in Wahrheit aber nur aus Zwang, aus falscher Scham und Scheu vor der Natur und Leiblichkeit sich auferlegt hat, befreite menschliche Wille der Wissenschaftslehre und spiritualistischen Psychologie überhaupt. Doch wieder zurück zur Hegelschen Gewohnheit und Verrücktheit, um noch mit einem Beispiel unsere Ausstellung der Hegelschen Psychologie zu beleuchten und rechtfertigen. Wie die Gewohnheit, so macht Hegel auch selbst die Verrücktheit, welche doch die Abhängigkeit unseres Geistes vom Organismus, leider nicht die gesunde, einige, glückliche, eben darum als Unabhängigkeit erscheinende Abhängigkeit uns nicht nur zu Bewusstsein, sondern auch zum Gemüse, zum Gefühle bringt, nur zu einer Sache des Geistes oder vielmehr der Seele. Zwar sagt er, sie ist eine Krankheit des Psychischen, ungetrennt des Leiblichen und Geistigen, aber dieses Leibliche ist wieder eins oder gleichbedeutend mit dem Seienden. Der Wahnsinn enthält wesentlich den Widerspruch eines leiblich, seiend gewordenen Gefühls gegen die tote Leidität der Vermittelungen, welche das konkrete Bewusstsein ist. Der Geist als nur seiend bestimmt, insofern ein solches Sein unaufgelöst in seinem Bewusstsein ist, ist krank. Es ist also dieses Leibliche wieder ein aufhebbares, in der Seele an sich aufgehobenes und auflösliches. Überdem bestimmt er ja die Verrücktheit sogar als eine in der Entwicklung der Seele notwendige, wenngleich deswegen nicht bei jedem Menschen in ihrem Extrem zum Vorschein kommende Stufe oder Form, und leitet sie zielsweise aus moralischen oder vielmehr immoralischen selbstsüchtigen Bestimmungen, zielsweise aus dem theoretischen oder geistigen Grunde ab, dass ich zunächst ganz abstraktes, vollkommen unbestimmtes, allem beliebigen Inhalt, den leersten Vorstellungen, wie zum Beispiel der Vorstellung, dass ich ein Hund bin, offenstehendes Ich bin, schreibt daher auch dem Menschen, weil nur er zu dieser vollkommenen Abstression des Ich kommt, das Vorrecht der Narrheit und des Wahnsinns zu, gleich als wenn nicht auch schon die Tiere das unglückselige Recht hätten, närrisch, unsinnig, toll, ätherisch zu werden. Zwar steckt auch bei Hegel, wie überall, hinter der Seele nur der Leib, denn wenn es heißt bei ihm, der Geist ist nur als Ding, das ist als natürliches und Seiendes, der Verrücktheit, der sich in ihm festhaltenden Endlichkeit fähig, was soll denn dieses anders heißen, als, der Geist ist nur als Leibliches oder wegen und Kraft der Leiblichkeit krankheitsfähig. Aber wenn wir anders bei der grenzenlosen Sprach- und Begriffsverwirrung, die in der Hegelschen Philosophie herrscht und damit machen wir ihr keinen Vorwurf,
Denn eben in dieser Verwirrung der festen Verstandesunterschiede feiert die spekulative Philosophie im Bunde mit dem Somnambulismus ihren höchsten Triumph, dem Zwischensein und nichts unbestimmt hin und her schwankenden Seienden die Solidität des Leiblichen unterlegen dürfen, welche Ungerechtigkeit, welche Einseitigkeit, dem Leibe nur die Geisteskrankheiten aufzubürden und vorzuwerfen, demselben nicht zugleich auch die Gesundheit des Geistes verdanken zu wollen. Doch bleiben wir bei den Worten, Natürliches und Seiendes stehen. Seiendes stammt vom Sein, Natürliches von der Natur sprachlich und sächlich. Also wäre die Natur, der allein wir es verdanken, dass wir über den Narrheiten der Menschenwelt, über den Verrücktheiten unserer Philosophen, über den studierten Rechts- und Vernunfttäuschungen unserer Gottes- und Staatsmänner nicht bereits um allen Verstand gekommen sind, nur die Quelle unserer Krankheiten und Narrheiten, nicht auch unserer Gesundheiten und Weisheiten? Das Natürliche wäre das Verrückte. Und die Verrücktheit also eigentlich die Natur des Menschen, die seiende Menschheit. Wie stimmt aber? Dieser illegitime, eine offenbar aufrührerische Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen ausdrückende Gedanke mit der legitimen Vernünftigkeit des Wirklichen überellen? Doch um Vergebung. Ich habe den großen Unterschied zwischen Sein und Wirklichkeit vergessen, meine nur auf das Evangelium der fünf Sinne, nicht auf den apokryphen Gemeinsinn oder Unsinn des Somnambulismus gestützte Philosophie, die eben deswegen, wie bekannt, eigentlich so viel wie keine Philosophie ist, weiß in ihrer Geistesarmut nur von einem einzigen Sein. Dem wirklichen, natürlichen Sein, und ist noch überdies grässlich. Mit diesem einzigen und einmaligen Sein vollkommen zufrieden, so dass sie hierin in Übereinstimmung mit der Bibel freudig ausruft, selig sind die geistesarmen, aber naturbegabten Menschen. Mit dieser Unnatur in der Sache hängt nun auch bei Hegel die unnatürliche, die Ordnung der Natur geradezu umkehrende Methode, die er wie anderwärts, so auch im Stufengange seiner Psychologie höchstens mit Ausnahme ihres letzten Ziels befolgt, aufs Innigste zusammen. So geht Hegel von der Verrücktheit zur Gewohnheit über und sucht selbst die Notwendigkeit dieses dialektischen Fortganges nachzuweisen, während doch der Mensch, lange bevor er das Lob der Narrheit singt, ja schon gleich nach der Geburt mit dem zweiten, wiederholten Atemzuge in die Mysterien der süßen Gewohnheit des Daseins Ellen gewählt hält wird, und es daher viel naturgemäßer und folglich auch vernunftgemäßer, logischer ist, von der Gewohnheit wie viele Verrückte. Gewohnheiten hat in der Zeit nicht fast jeder Mensch. Zur Verrücktheit überzugehen, wie dies denn auch längst vor Hegel schon Psychologen getan haben. Jakob zum Beispiel in seiner Erfahrungsseelenlehre, wo er von der Gewohnheit handelt, sagt, dass man aus ihr erklären könne, wie nach und nach eine Vorstellung zur fixen Vorstellung werden könne und wie diese immer fester werde, je länger sie dauert, und Hofbauer in seiner Schrift über den Wahnsinn, dass eine lang unterhaltene aber oft wiederholte Furcht uns das Übel hinterher als wirklich geschehen vorstellen könne, ob es gleich nicht zur Wirklichkeit gekommen sei. Und wenn auch diese Erklärung keine erschöpfende ist, so steht doch so viel fest, dass in der Entwicklungsgeschichte der Seele und folglich auch des Leibes die Gewohnheit der Verrücktheit vorausgeht. So setzt Hegel das Geschlechtsverhältnis dem Gegensatz oder Wechsel von Schlafen und Wachen voraus, da doch zum Heile der Menschheit in der Natur gerade das Umgekehrte stattfindet, erst auf den Schlaf der Beischlaf folgt, die noch keusche Seele daher auch erst im Traume, wo sie die im Wachen sich angetanen Schranken fallen lässt, die ersten verstohlenen Blicke in das noch Unbekannte jenseits des anderen Geschlechts wirft. So setzt er auch das Wachen wieder als eine besondere Stufe der Empfindung voraus. Was ist denn aber das Wachen für sich selbst im Unterschiede von dem Empfinden gedacht? Die Empfindung ist nicht nur eine Vergewisserung des Wachseins, sie ist das Wachsein selbstständig. Ich wache heißt, ich sehe, denn mit geschlossenen Augen kann ich ja nichts sehen, außer Traumgefichte ich höre, empfinde, wenigstens mit energischer Bestimmtheit und Deutlichkeit und eben deshalb mit Bewusstsein, wildrigenfalls würde ja der Unterschied zwischen Wachen und Schlafen oder Träumen wegfallen. Schon Aristoteles, auf den sich doch so gerne Hegel beruft, sagt in seiner Schrift vom Schlafen und Wachen, wer wacht, eben der empfindet. Wachen besteht in nichts anderem, als im Empfinden. Wo keine Empfindung,
ist weder Schlafen noch Wachen. Diese Fort- und Übergänge der Hegelschen Methode haben nun allerdings nur logische oder dialektische Bedeutung, aber was ist denn der Gang des Philosophen, welcher mit dem natürlichen Gange des Menschen im Widerspruch steht? Gibt es überhaupt einen Gang ohne äußere Gangwerkzeuge? Wie kommt also der Denker vom Flecke, wenn er seine Bewegungsorgane nicht außer seinem Kopfe, nicht einmal, wie die Cephalopoden, am Kopfe, sondern nur im Kopfe hat? Übrigens müssen wir noch schließlich der Gerechtigkeit gemäß nicht verschweigen, dass in Hegels Anmerkungen zu seiner Psychologie, da wo er seinen Geist nicht in die Unnatur seiner Systematik und Dialektik einzwängt, aus der Tiefe gesunder Anschauung und Beobachtung hervorgeholte Perlen sich finden.